Wir machen weiter. Auf geht's. Schau uns hier noch ein bisschen um. In unserem Szenario. Wo sind unsere Schiffchen? Ja, wir können aber verkaufen. Das sollte ordentlich Geld geben hier. Bei Lady Margaret Hunt. Nummer 58.000. Wir kommen wieder über die Millionen, Leute. Klasse. Wir wieder zurück. Alle wünschen ihren Erfolg. Das ist sehr freundlich, danke sehr. Setz die Segel. Ja, wird gemacht. Aber wieder zurück. Die Seemöwe. Jetzt verkaufen wir im großen Stil hier. Nochmal 27.000. Klasse. Eine Million und fünf. Wenn wir jetzt ohnehin vor Ort sind, ich glaube, wir gönnen uns auch nochmal 50 alle. Oh Gott. 10. 20. 20 Aluminiumprofile gönne ich uns hier. Nee. Das machen wir dann, wenn alle Waren nochmal billig sein sollten. Wenn es irgendwann ein Event gibt, alle Waren sind billiger. Aluminiumprofile 45% billiger. Das müssen wir nutzen. Zumindest 100. 100 gönnen wir uns. Gönne ich mir mal. Noch haben wir sie nicht gebraucht. Einmal runter bitte, hier vorne hin. Hier wieder abliefern. Sind unterwegs. Knallfroschlein ist da. Knallfroschin. Knallfroschlein finde ich eigentlich hübscher. Einmal verkaufen bitte. Ja, das gibt auch Geld. Nicht viel, aber wir nehmen es. Hier vorne wieder hin. Und denkt dran, wir leben, wir haben quasi investiert. Wir bekommen Zinsen oder eine Rente. Ohne Scheiß. Das ist ja, steht ja oben drin. Das haben wir von den Lebensqualitätsbedürfnissen, die wir den Leuten hier befriedigen. Das sind ziemlich viele. Die waren haben wir vorher eingekauft. Und die sind ja noch lange, glaube ich, im Vorrat da. Wir hatten, glaube ich, 100 eingekauft für wenig Geld. 98 sind noch da. 104, hier sehr viel. 231 Cognac, das wird uns über lange Zeit finanziell immer noch in Plus bringen, dass wir die ebenso billig eingekauft hatten. Das ist echt sehr gut. Wir kaufen, bauen nochmal einen Clipper. Ah, hier wollten wir Steine hinbringen für... Oh Gott, erinnert mich nochmal dran. Warum wollten wir die Steine hier hinbringen? Was wollten wir nochmal bauen? Kohle, Kohle, darum ging's. Hier hatten wir die Kohle gebaut, ne? Nee, Holz. Gott, worum ging's ja nochmal? Stimmt, die Ködereien, die brauchten die Steine. Die müssen wir auch immer langsam mal abtransportieren hier. Wir wollten für Stahlbeton sorgen. Jetzt fällt mir es wieder ein. Weitere Ködereien bitte. Eine hier. Eine hier vorne. Ein Lagerhaus gleich noch in die Mitte. Die können sich überschneiden. So sehr, das kann ich mir... Das ist doch Quatsch hier. Das stimmt doch nie und nimmer. Könnt ihr euch das... Das stimmt doch nie und nimmer. Also klar, die Jäger, die können sich zum Teil überschneiden, aber so krass, das ist doch Quatsch. Ich glaube nicht, dass das geht. Glaubt ihr, das geht? Feedback bitte. Alter, fehlt mir echt die Fantasie für. So sehr, so krass können die sich über... Wirklich? Ja, dann nutzen wir das aber. Wir müssen gleich noch ein Lagerhaus setzen. War schon immer so. Das kommt, weil ich die Kohlereien so selten nutze. Ich arbeite normalerweise nur mit Kohleminen, muss ich gestehen. Jetzt bauen wir noch ein weiteres Lagerhaus hier.
eine Straße hier runter. Prima. Der Rest passt auch. Wunderbar. Jetzt müssen wir das ganze Zeug natürlich auch abtransportieren. Wir haben eine automatische Handelsroute, glaube ich, hier irgendwo. Haben wir schon Kohle hier, die wir mitnehmen können? Ja, nehmen wir schon mal mit rüber. Dann mal rüber auf die andere Seite, bitte hier vorne hin. Sind auf alles vorbereitet. So, und dann überprüfen wir die zentrale Handelsroute bei uns, den Pendlerzentral. Im Augenblick, ja, diese vier Sachen transportieren wir. Wir brauchen ein zweites Schiff dabei oder wir brauchen eine neue Handelsroute. Wird so nicht auf Dauer gut gehen. Wir müssen ja noch jede Menge Kohle rüberbringen. Wir haben eine zweite Handelsroute. Hier starten wir. Laden Kohle ein, bitte. Hier vorne wird es abgeladen. Rohholz war auch zu viel da, potenziell, ne? Von allem zu viel. Das Problem ist vor allem das Rohholz, denke ich mal. Wir bringen den mal solo hier vorne hin, entleeren den manuell und packen danach hier das Holz raus und packen es in die zweite Route rein. Genau. Da müssen wir noch ein Schiff zuweisen, irgendein leeres. Wo ist die Hydra denn? Hier vorne. Die nehmen wir. Prima. Einmal rüber, bitte. Ein kleiner, angenehmer Austausch. Das sollte reichen. Ist das Schiff mittlerweile angekommen? Sind auf alles vorbereitet. Warum fährt ihr denn nicht weiter? Setz die Segel. Boah, der bewegt sich. Das ist ja echt Schneckentempo hier. Ruder übernehmen. Kann man ja kaum zugucken. Jetzt. Einmal raus mit dem Zeug. Und jetzt die Handelsroute wieder aufnehmen. Und da schmeißen wir jetzt das hier raus. Alles klar. So, weitere Schiffchen. Matze. Danke dir. Da sind die Aluminiumprofile angekommen. Einmal entladen, bitte. Hier liegt irgendwas im Wasser. Was ist das denn? Gott. Auf Ihren Befehl. 12 Holz. Wieder raus ins Wasser. Schiffchen-Check hier vorne. Okay. Ah, jetzt schon zu viel Rohholz. Okay. Dann haben wir hier vorne noch. Alles bereit. Das hatten wir solo rübergeschickt, genau. Knallfroschlein, Seemöwe. Lady Greif, jede Menge Artefakte bekommen. Mal gucken, was ist. Item 20 Fischöl. Baumwollstoff und Ponchos. Dafür gonnen wir hier in der Gegend herum. Bitter. Bulls Großer ist ja auch angekommen. Nochmal Bretter raus, bitte.
Moschusochse wollte ja Mais verkaufen. Nummer 45.000. 1,1 Millionen. Die Preise sind zu hoch. Hier kaufen wir gar nichts ein. Genau. Wir gondeln wieder einmal zurück hier unten hin. Steuermann? So. Schiffe sind wo? Bleibt einmal hier. Oh, noch mal Bananen verkaufen bitte. Ein Vicente Silva, da werden die gleich wieder motzen. Und teuren Tabak. 1,16 Millionen. Ist Unglück oder einen guten ersten Versuch? Und hier vorne wieder hin. Steuermann. So. Das war's, ne? Mehr können wir im Augenblick, glaube ich, gerade nicht verkaufen. Dann schauen wir mal, ob wir wieder große Mengen haben, die wir irgendwo hinbringen wollen, solange das tolle Event hier noch läuft. Bretter. Nennen wir es Unglück oder einen guten ersten Versuch? Tabak. Bretter, Tabak. Bretter und Tabak. Tabak würden wir wieder verkaufen an Silver. Bretter würden wir woanders verkaufen. Nehmen wir den Tabak schnell mit. Mhm, Tabak für Silver und Bananen hatten wir immer verkauft. Wie viel haben wir im Augenblick? Zu wenige. Das machen wir nicht. Kaffee, Bohnen könnten wir ihm verkaufen. Können wir machen. Nee, Kaffee bekommen wir von woanders hierhin geliefert, glaube ich. Das machen wir nicht. Treibstoff kauft er normalerweise ab. Wir könnten ein bisschen unserer Treibstoffvorräte... Oh, da gibt es manchmal so sensationelle Preise. Das machen wir nicht. Das war's. Die Sachen bringen wir schnell rauf. Das lohnt sich aber kaum. Da könnten wir auch einen Clipper nehmen. Aber er ist, glaube ich, das schnellste Schiff, das wir haben, ne? Nee, noch nicht mehr. Wind kommt von oben. Dann kein Segelschiff. Einmal schnell rauf zu Silver. Zum Horizont. Das sollten wir eigentlich noch schaffen. Das war's. Wie geht's unseren Menschen hier? Obreras. Artistas. Zufriedenheit geht so. Wir brauchen auf jeden Fall, wir ignorieren erstmal das Event da oben, wir brauchen deutlich mehr Artistas, unter anderem um bestimmte Schiffe herzustellen und bei den Quests weiterzukommen. Die Frage ist, ist das mit der Zufriedenheit okay? Wir brauchen Stahlbeton. Wir wollten Stahlbeton bauen. Und für Stahlbeton bauen, die Kohle holen wir uns dafür, genau. Die holen wir uns durch die Köhlereien. Genau. Und Kohle können wir nachher auch übrigens bei Silver verkaufen, hatten wir festgestellt. Er liefert auch gute Preise. Deshalb hatten wir die vielen Köhlereien gebaut, ich erinnere mich. Okay. Jetzt geht es erstmal an den Stahlbeton. Hier unten hin. Bau. Stahlbetonproduktionskette. Eisen. Haben wir begrenzte Vorräte, die haben wir allerdings schon weitgehend eingesammelt. Jetzt müssen wir einen Hochofen bauen. Obrero-Arbeits haben wir genug dafür. Treibstoff haben wir. Den können wir dafür benutzen immer. Zement. Haben wir ein Zement vorkommen hier? Nein. Wie sollen wir denn an Zement rankommen? Müssen wir mal die anderen Inseln abklappern. Ob wir schauen, ob wir irgendwo Zement haben. Hier nicht. Da ist ein Zementvorkommen. Das müssen wir anschließen. Aber dafür brauchen wir Steine. 5 Steine einmal zur Osterinsel. Wo ist sonst eventuell noch Zement? Vom Stapel gelaufen. Hier nicht. Und hier auch nicht. Also zwingend hier vorne hin. Da bringen wir also jetzt Zement hin. Zur Osterinsel. Wird gemacht, ei, ei. Lars, danke fürs erste Abo. Bitte Blumen aus dem Chat für Lars. Neu hier. Grüße an dich. Guten Abend. Das
Beziehungsweise guten Morgen mittlerweile schon. Neben ein kleines Dampfschiff hier, das reicht. Das Flaggschiff zum Beispiel. Das nehmen wir und packen das randvoll mit Steinchen oder ein bisschen Steinchen nehmen wir mit. Nehmen wir 50 mit. Einmal rüber auf die andere Seite bitte. Hier vorne hin. Irgendwo ist, ich habe mich dünkt, hier brennt es irgendwo. Was kann man denn hier sonst anpflanzen? Wir haben doch so viele Arbeitskräfte, die ja nichts machen. Kakao. Warum im Augenblick noch nicht? Das Lehm könnten wir uns auch hier holen. Hier sind Erzvorkommen, von denen wir noch nicht wissen, was hier sein wird. Okay. Und hier scheint es zu brennen, oder? Nee, eine Krankheit. Eine Seuche hier vorne. Wo ist unser Krankenhaus? Haben wir ein Krankenhaus überhaupt gebaut? Ich glaube ja, ne? Da ist es. Einmal mobilisieren, bitte. Das hilft. So. Leute weiter verbessern. Also wir bringen holen von drüben Zement, bringen den hier hin. Kohle ist da. Okay. Und danach, die Kohle brauchen wir, um die Zigarren. Für Stahlbeton, dann geht es weiter mit den Zigarren. Samba-Schule sind von der Himmel weit von entfernt. Das ist die Zufriedenheit. Nähmaschinen ist ein Grundbedürfnis. Dafür brauchen wir auch erstmal, das machen wir später. Die Fußbälle können wir, glaube ich, schon mal herstellen, oder? Das sollte eigentlich gehen. Was gucken, was wir dafür brauchen. Fußbälle und Mezcal eventuell auch. Ballsport. Nando-Farmen können wir überall bauen. Kautschukplantagen ist auch kein Problem. Ballmanufaktur. Das können wir überall bauen. Können wir überall machen. Kautschuk haben wir hier vor Ort. Die produzieren wir und bringen hier rüber von irgendeiner anderen Insel. Das nimmt zu viel Platz weg hier. Mal schauen, wo wir ein Kautschukvorkommen noch haben. Wir haben ja mehr Glück als Verstand. Ebenfalls hier vorne. Auf der riesigen Insel, genau auf der anderen Seite. Das ist ja perfekt. Ich bin total begeistert. Einmal eine Nando-Farm, bitte. Ja, hier können wir weitermachen. Super. Und eine Kautschukplantage hier in die Ecke. Fangen wir mal an mit einem Lagerhaus, bitte. Straße drumherum. Eine Nando-Farm. Sieht ja witzig aus. Bin total gespannt, wie die aus der Nähe gleich aussehen. Silo, da bräuchten wir von diesen... Nee, das geht auch ohne. Wir haben genug Platz. Eine elektrifizierte Weide, bitte. Bin ich sehr gespannt, wie das gleiche aussieht. Eine brauchen wir. Wir stellen mal zwei her. Ein bisschen auf Vorrat. Kostet fast nichts hier. Noch eine auf die andere Seite. Also wir brauchen für eine Nando-Farm zwei Kautschukplantagen. Wir legen die mal lahm. Vielleicht reicht ja sogar eine erstmal. Jetzt brauchen wir zwei Kautschukplantagen hier und dann noch eine Ballmanufaktur dazu. Aber die mal zuerst. Die legen wir erstmal still. Es fehlen noch die Zwischenprodukte und ihr zwei Kautschukplantagen. Einmal hier vorne. Ihr wisst, was jetzt kommt. Wie befüllt alle Lücken.
Und eine zweite noch daneben. Habt ihr eigentlich dran, euch schon dran gewöhnt, dass ich bisweilen durchgeknallterweise in der dritten Person von mir rede? Oder denkt oder kommentiert ihr das nur deshalb nicht, weil ihr denkt, der arme Mann, der hat schwer, das würde das nicht machen. Wir weisen ihn mal lieber nicht drauf hin. Wir werden immer noch nicht gebraucht. So, jetzt haben wir hier vorne vor Ort eine Nandu-Farm, zwei Kautschuk-Plantagen. Wir können auch die Ballmanufaktur schon mal anschmeißen. Die war hier vorne. Ich weiß nicht, ich mache immer vier Gebäude pro ein Lagerhaus. Wir bauen nochmal um, wir bleiben erstmal hier stehen. Wir schmeißen das einmal an. Ich schnapp mir meine Hacke. Bin mal sehr gespannt auf das. Mache ich auch manchmal so. Hallo, ihr Lieben. Hallo, Hanna. Hanna und Joe. So, produzieren wir genug, und zwar inselweit, von den, oh Gott, Unmengen. Das heißt, die müssen wir jetzt nur noch rüberbringen mit einer Handelsroute, dafür nehmen wir den Pendler Zentral 1. Hier laden wir in Expansionistas die Fußbälle ein, und hier gehen sie hin. Ja? Dann kommen die auf der anderen Seite an. Dann sollte eigentlich alles... Oh, wir haben das nächste Event. Ich habe gar nicht mehr Sachen verkauft vorher. Spritkosten, negatives Event, Treibstoff mal wieder sündhaft teuer. Alle Waren geben höhere Erträge. Das gibt's doch gar nicht. Cool. Da wir kaum Sachen importieren, sondern im Augenblick exportieren. Die Wartungskosten sind höher, aber das ist hier super. Das ist... Dass sie das negativ nennen, ist mir ein völliges Rätsel hier. Jetzt wollen wir aber ganz schnell alles verkaufen, was geht, ne? Hier. Ja. Schon wieder bei Silver. Da dürfen wir angeblich nichts verkaufen und machen es trotzdem. 109.000. Achtung. Und schau mal, wie teuer der Treibstoff hier ist. 110.000. Ja, 110. Also dann ein bisschen zu pokern kann man... Ach komm, wir kaufen ja immer die Bretter, auch wenn es fast nichts bringt. Die Warenpreise sind immerhin überdurchschnittlich. Einmal zurück mit dem Schiffchen, andere Seite. Hier vorne wieder hin. So, und das nutzen wir jetzt aber im großen Stil. Alle Warenpreise erhöht. Ponchos können wir verkaufen bei Juasca und Kaffee und Zigarren. Kaffee haben wir selber nicht so unheimlich viel, Ponchos verkaufen wir. Einmal runter bitte, hier vorne hin, Juasca war ja hinten. Unterwegs. Nächstes Schiffchen. Was können wir sonst verkaufen wieder? Wie sieht es mit Tabak aus? 100. Kann man irgendwo hinbringen. Vor Ort stellen wir keine Zigarren her, oder doch? Stellen wir Zigarren schon her? Ich glaube, wir waren daran gescheitert, weil uns Baumaterialien fehlten, ne? Keine Zigarren vor Ort da. Das heißt, wir könnten den Tabak wieder zu Silver bringen, zusammen mit Kohle und mit Bananen. Wie viel Kohle haben wir hier? Eisenkohle. Einmal 50 Kohle bei ihm verkaufen. Da wir zu viel Rohholz haben, können wir sogar das Rohholz zum rausbringen. Alles ist im Augenblick teurer. Dann noch Bananen, Tabak. Zweimal Tabak bitte. Und das war's schon. Wie viele Bananen haben wir hier?
Nicht so viel. Das Schiffchen einmal rauf, bitte. Einmal zu Silva. Ja. Ist es gleich da. Bruder, prima. Und dann noch schnell die anderen Schiffchen checken. Das Knallfröschlein. Zuckerrohr können wir keinem verkaufen. Wir können nochmal Bananen verkaufen. Pardon, nochmal Baumwolle verkaufen. Hab mich versprochen. Wir könnten den Treibstoff verkaufen, aber sind wir in einer Notlage eigentlich nicht, ne? Bei dem Preis, komm. Geld ist nicht mein Antrieb. Also Treibstoff können wir überall teurer verkaufen. Und Baumwollstoff. Baumwollstoff geht zur Ladyhand. Es sei denn, wir hätten eines der Schiffe von ihrer Handelsroute überhaupt sowieso gerade hier. Wo ist sie denn, das Schiff hier? Ach, ist gerade oben angekommen. Dann machen wir das lieber manuell. Also einmal Baumwollstoff für Lady Hunt. Und dann können wir da vorne vor Ort den Treibstoff. Auch bei. Nee, Silver kauft uns den Treibstoff auf. Lady Hunt bekommt die Baumwolle, Bananen, Kautschuk, Bauxit. Brandgranaten, das war's. Das einmal rauf. Da können wir auch den Moschusochsen nehmen. Der hat nämlich genau die drei. Der ist hier vorne im Augenblick. Ja, da holen wir das hier. Ach, der ist jetzt gerade hier vor Ort angekommen. Dann geht es einmal zurück. Kann man andere Sachen hier mitnehmen? Bretter. Eigentlich nichts. Wir könnten jetzt Bretter mitnehmen, aber es lohnt sich kaum. Einfach den Moschusochsen einmal wieder zurückgondeln hier vorne hin. Koordinaten eingezeichnet. Da geht's rüber. Gondelt auch rüber. Also. Dreimal Baumwolle rauf zu Lady Hunt. Lady Hunt war hier oben in der Mitte. Route eingezeichnet. Mit dem Tölpe, was nehmen wir hier mit? Den Tabak und die Kohle zu Silver. Da können wir auch den Dicken für nehmen hier, ne? Na, bin zu dicht dran, deshalb verklicke ich mich hier vorne. Wie viel Tabak haben wir hier? Ein Tabak. Das wurde anscheinend gerade schon wegtransportiert. Okay. Kohle, Bananen, Kaffeebohnen. Dann ist es nur die Kohle. Den Treibstoff wollten wir verkaufen. Das war's. Treibstoff und Kohle. Ja. 100 Kohle. Denn Kohle produzieren wir in Unmengen und wir verkaufen Unmengen an Treibstoff, weil den haben wir so billig eben bekommen. Wir wären bekloppt, wenn wir das nicht machen würden. Behalten wir, 100 bringen wir rauf. Und das war's. Hier vorne hin, bitte. Einmal Richtung Silver. Krankheit ist ausgebrochen. Oh, das ist nicht gut. Aus, oh, das ist doch hier direkt. Das ist nicht außerhalb des, der Reichweite des Krankenhauses. Das ist hier. Alles okay. Alles bestens. Kein Grund zur Besorgnis. Dann schauen wir mal, ob wir noch was verkaufen können. Im Chat heißt es, war dies früher nicht so, dass Könige von sich in der dritten Person sprachen? Ist er gemeint damit? Redest du mit ihm? Bretter. Und Bretter gehen runter zu Isabel Sarmento und segeln. Einmal so, einmal runter, hier vorne hin. Wunderbar.
Das war's, glaube ich, jetzt fast schon. Gucken, ob wir noch eine Kleinigkeit nehmen können, aber das Wichtigste haben wir, glaube ich, jetzt gemacht. Ja, mehr ist nicht da. Alles prima. So bleiben wir. So, das heißt, bei dem für uns positiven Event, Treibstoff sehr, sehr teuer und alle Waren noch 45% mehr. Ich vermute mal, dass das beim Treibstoff sogar noch drauf kommt. Haben wir Schiffe zu den wichtigsten NPC-Charakteren hingeschickt, alles okay. Hier dramatische Musik, Krankenhaus, wird versorgt, aber alles kein Grund, sich zu sorgen. Sobald wir wollen Stahlbeton bauen, um Stahlbeton zu bauen, fehlte uns irgendeine Kleinigkeit noch vor Ort. Ich muss mal kurz nochmal gucken gehen. Das war Zement. Wir wollten eine Zementmine bauen. Das war hier oben. Dafür haben wir gerade Steine rübergebracht. Die müssen wir hier noch anschließen. Hier vorne ist das. Einmal Zementmine bauen. Einmal ein Lagerhaus daneben hinstellen. Einmal eine Straße dazwischen ziehen und eine Straßenverbindung zur Stadt rein. Arbeitskräfte sind ja da. Hier vorne hin. So. Und dann müssen wir der Handelsroute, die hier immer vorbeigondelt, die müssen wir dann mal überprüfen. In dem Augenblick, in dem hier Zement ist, sagen, hier einmal rüberbringen zur Hauptinsel. Dann sollten wir auf der Hauptinsel alles haben, um Stahlbeton bauen zu können, sprich ein Stahlbetonwerk zu machen. Im nächsten Schritt dann können wir, sobald wir über ein Minimum an Stahlbeton verfügen, endlich mal in die Zigarrenproduktion reingehen. Das ist wichtig. 10 Stahlbeton brauchen wir. Zigarren brauchen wir vor Ort für die Zufriedenheit diverser Bevölkerungsgruppen. Das große Ziel ist es, wir hatten zwischendurch mal 1,5 Millionen, jetzt 1,4. Das große Ziel ist, noch mehr Artistas zu haben, die brauchen wir dringend, um in allen Questketten voranzukommen. Und die brauchen für die Zufriedenheit Zigarren und auch noch die Obreros. Und das wird auf Dauer nicht funktionieren, dass wir denen keine Zigarren produzieren. Von der Bilanz her sieht es deshalb so cool aus, weil wir riesige Mengen an Vorräten haben für ganz, ganz viele Lebensqualitätsbedürfnisse. Haben wir gleich wieder viel Geld auf der Halde. Hoffen wir, dass demnächst wieder ein Event kommt, mit dem wir noch auf dem Schwarzmarkt uns wieder gut eindecken können. Wir haben verschiedene Orte, auf denen wir unheimlich viel Platz haben, um Exportwaren zu produzieren. Vor allem Expansionistas, kurze Wege rauf zu unserer Hauptinsel, können wir Baumwolle für Baumwolle sorgen und für viele andere Dinge noch mehr. Kohle hier zum Beispiel, die können wir auch verkaufen an das Silver. Wir haben nur wenige Handelsrouten, haben wir automatisiert. Hier unten geht es weiter in Richtung Tabak. Auch die Kaffeebohnen, die wir hier bauen können, mehr Kaffee dann oben produzieren, das ist alles ganz, ganz super. Kaffee können wir uns auch hier unten noch uns holen, das haben wir kaum genutzt bislang. Also Geld, immer viel Geld auf Vorrat haben, damit wir günstig ein- und verkaufen und Gelegenheiten nutzen können und dann hier weiter expandieren in Richtung Artistas. Das ist der Weg.